Hallo YouTube, ich bin's mal wieder. Wir haben heute eine Folge Zuschauer-Rex für euch. Und da gehen wir jetzt nochmal rein. Und wir fangen an mit Baumi. The real Baumi. Der hat für seinen Nachwuchs scheinbar was gebaut. Und hier ist auch so ein Ich finde das immer schön, dass ihr so euren Prozess über die Jahre uns zeigt. Hier hat es wohl mal klein angefangen mit so einem... Oh, ich weiß gar nicht. Ist das dieser Race Room Seat? Ja, ne? Race Room Seat mit Fernseher? Sieht fast so aus. Was ist denn hier los, Junge? Wird hier Bier gebraut? Boah, hier wird Bier gebraut, Junge. Okay. Oh, irgendwann wurde mal von einer Peloton. Ist das eigentlich so ein Ding? Das ist doch übelst teuer, ne? Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mir so ein Apparat hole. Ich glaube, da wäre es fast günstiger. Naja, kommen wir zurück zu den Rigs. Kommen wir zurück zu den Rigs. Hier wurde irgendwann auf CSL geupdatet, so wie das aussieht, ja? Oh, dann wurde irgendwann mal auf dem Ultra-Wide geupgradet. Und dann wurde auf dem Rig abgegradet. Boah, die stehen so steil, die Pedale, ne? Ey, das ist echt krass, wie manche Leute ihre Pedalen so übel steil haben. Das wäre gar nichts für mich. Aber die Bierflaschen sind verschwunden. Und es gibt einen Staubsaugerroboter. Okay, nice. Okay, CSL ist da geblieben. Das sieht so ein bisschen aus wie das Mercedes-Ding, ne? So Marke Eigenbau, so Nachbau. Aber richtig schön noch mit Sitz. Oh, hier ist jemand bei LFM gefahren, sehe ich gerade. Okay. Lenkrad wurde auch irgendwann nochmal upgradet. Okay, jetzt ist LFM wohl doch nicht mehr. Das scheint wohl ein bisschen aktueller zu sein. Hier ist schon Windows 11 drauf. Oh, VRS Wheelbase mit Adapter auf... Oh, das wurde adaptiert auf Fanatec, sehe ich gerade. Alright, alright. Der Schrank ist auch schon gewichen. Ausgewichen an die Seite. Okay. Cube Controls Wheel wurde angeschafft. Pedale haben sich jetzt auch gewechselt mittlerweile. Okay, jetzt gibt es nochmal was anderes außer Ultrawide. Es gibt nochmal eine neue Halterung für die Wheelbase. Alter Verwalter, also hier wurde ja richtig viel umgebaut. Lampe oben auch noch drüber jetzt. Okay, das Hobby ist leider, also nicht leider, aber bei Baumi ist das ein bisschen ausgeartet, das Ganze. So ganz dezent. Steht hier irgendwie ein Zeitraum drin? Nee, leider nicht, ne? Nee. Aber ein paar Upgrades wurden gemacht bei Baumi. Ich nenne es mal Evolution. Zwinker-Smiley. Wink. Das ist nicht eine Evolution, das ist eine Evolution. Was haben wir denn hier? Eine Xbox. Mit einer Pflanze. Beste Rig. Okay. Ragnar. Oh, Ragnar. Warte mal kurz, was? Jetzt muss ich erstmal überlegen. Okay, Ragnar ist früher am... Alter, wie geil ist das denn? Oh, das ist auch schon wieder so ein ultra-stylischer Raum, ne? Okay, also bei mir wird das nächste Goal sein. Das wird Donation Goal. Ich muss meine Wohnung umbauen. Für mich selber aber. Wofür ich sparen muss. Ich muss meine Wohnung umdekorieren. Oh, die Bude ist halt richtig schick bei Ragnar. Ich frage mich immer, ob das Typen sind, die alleine wohnen oder ob da noch eine Dame im Haus ist. Okay, irgendwann ging es an eine Wand ran. Alright, aber Place sieht auch noch da. Da ist, glaube ich, die Sitzecke verschwunden. Oh, guck dir. Ui, guck mal hier. Richtig schnieke. Sogar beleuchtet der Helm und alles. Formel 1-Fahrer, so wie es aussieht, ne? Ja, Formel 1. Aber auch schön. Auch alles noch so pechschwarz. Keine Tiere im Haus. Mickey Mouse. Aber denn jetzt ist auch schon Rick dazugekommen. Boah, das sieht richtig schön aus. Richtig schön aufgeräumt. Jetzt überleg mal, von hier nach hier. Geil. Richtig schön, Ragnar. Oh, alright. Pierre. Pierre ist Holzrick unterwegs. Okay, das ist schon cool. Ich weiß gerade zwar nicht, wie die Holzpreise sind, aber Bagger, warum denn nicht? Mit ein paar Winkel, ein paar Schrauben, das wird schon halten. Wow, das ist richtig gut. Oh, die Pedale sehen so schräg aus, ne? Ah ja, oh, wahrscheinlich damit die Füße gerade sind, okay. Okay, das ist richtig cool. Ja, das ist echt cool. Pierre, sehr schönes Holzrig, wirklich. Okay, Sebastian Hessler. Das sieht auch schon wieder richtig krass aus. Sebastian sitzt mit dem Rücken zur Wand. Ist aber auch schlau, weil dann kommt er hier nämlich besser ran. Das muss ich eigentlich auch irgendwann nochmal machen. Aber das Problem ist, dass jedes Mal würde man hier,
hier drauf gucken. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das nicht zu machen. Normalerweise wollte ich das eigentlich auch umdrehen, damit es einfacher zum Bauen ist. Aber das sieht richtig schön aus, Sebastian. Hier ist, glaube ich, noch so ein Raumtrenner. Sieht schon wieder so ein bisschen nach Keller aus, ne? Das sieht so ein bisschen nach Keller aus hier. Kabelmanagement auch sehr gut. Oh, hier ist sogar noch eine PlayStation dran. Alright. Also wird bestimmt noch Gran Turismo oder sowas gefahren. Das ist noch eine Decke im Sitz. Alright. Das ist auch schlau, das quer zu machen. Das war wieder eine Idee für mich. Oh, das ist richtig schön. Ist Sebastian, bist du Elektriker oder hast du jemanden, der Elektriker ist? Weil das sind sehr viele Steckdosen auf einem Fleck. Das sieht A erstmal nach Keller aus und B sehr viele Steckdosen auf einem Fleck. Oh, das ist ja auch clever, die einfach hinten mit ranzuhängen, die Netzteile. Und dann hast du die Wand vorgemacht, ne? Ja, hier sind die Nutensteine dafür. Kleiner Fünfer, richtig gut. Ja, siehst du, hier hinter ist dann alles versteckt. Ui, das ist gut. Das ist schön. Oh, hier sogar mit Wasserwaage. Da war Profi am Werk. Wow. Und die leuchten auch noch? Ach so, das ist ein Monitor, ne? Ja, okay, ich wollte gerade sagen, da hängen. Ui, 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 das ist richtig gut geworden. Oh! Ich sehe Nesca, meine Damen und Herren. Ich sehe Nesca. Hm? Hm? Oh, hier sogar Menschen. Mann, ey, mich ärgert das immer so. Bei mir muss das halt, ich kann das nicht auf Razen bauen, sondern ich muss das immer bauen, dass das gut aussieht im Stream. Ich werde mich da auch irgendwann nochmal ranmachen. Ah, hier hängt, ach so, dann ist quasi der Rechner auf der anderen Seite, damit alles an einem Rechner ist. Ja, okay, cool. Das ist richtig schön. Das Schwarzlicht hier oben dran, damit das alles leuchtet. Sebastian? Sehr, 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 sehr schön. Ah, hier kommt nochmal ein Upgrade. Okay. Da hat sich jemand andere Pedalplates gemacht. Sieht nach Carbon aus, okay. Oh, hat er sich sogar anfertigen lassen scheinbar. Schön. Die Buttonbox hier. Nice. Aber es ist viel mit so Leuchtekram, ne? Emergency. Wer macht denn Emergencies? So ein Quatsch. Nice. Okay, Sebastian, sein Rechner. Rechner sind erstmal für uns egal. Capo. Capo hatten wir doch letztens gerade. Oh. Capo hat nochmal ein bisschen. Oh. Capo hat sich mal ein paar Vibrationsmotoren rangebaut. Hohoho. Okay, das ist neu bei Capo. Das ist auch hier die Kabel. Ich fühle das, Capo. Es ist schwer. Aha, guck mal, hier sind noch die Dings dran. Oh, Capo hat richtig Capo hat geupgradet, Junge. Capo hat jetzt sogar. Nee, wir sind gleich auf, Capo. Schön, geil. Ich hoffe, das macht Spaß damit. Muss auch irgendwann nochmal upgraden hier. Aber es ist ein schönes Upgrade. Das sieht super aus. Wen haben wir denn hier? Caster. Oh, Caster. VR wahrscheinlich, wa? Das sieht nach VR aus hier. Oh, es wurde upgegradet auf den Rig. So wie es aussieht. Oh, das ist aber ein schönes Rig. Wo kommt das denn her? Das hat hier so ist alles geschlossen. Ah. Gran Turismo-Fahrer, also Konsole unterwegs. Guck mal hier. Schnieke. Oh, hier noch mit einer Halte. Ist wahrscheinlich Handy oder Tablet drin, damit man was auslesen kann. Du. Wenn man keinen Platz hat, Mr. and Mrs. Okay, deswegen. Okay. Ich denke, hier oben das Mrs. Das macht's. Deswegen. Deswegen muss das in die Ecke. Aber das ist echt schön geworden. Schön aufgeräumt, auf Rollen, dass man das wegschieben kann. Das gefällt mir echt gut. Oh, sogar hier mit Staubschutz und einem Pipapo dran. Okay. Ah, das erklärt das halt, warum das hier in der Ecke steht wahrscheinlich, ne? Ja. Mal gucken, was hat Franklin? Alter Verwalter. Okay. Wow. Alles, oh, ich meine. Oh, no! Ich möchte das doch auch irgendwann mal. So ein großes Ding. Oh, richtig schön. Mann. Und vor allen Dingen, dass das auch alles wieder so schnieke leuchtet hier. Das ist ja richtig schnieke.
Oh, hier auch mit den Philips Hue Lights oben alles abgedeckt. Richtig schön. Das ist richtig gut geworden. Da hat auf jeden Fall jemand sehr viel Spaß am Racen. Hier ist sogar noch ein zweites Tablet dran. Hier ist echt eine Menge. Hier ist sogar ein Mülleimer unten drunter, so wie es aussieht, oder? Nee, das ist eine Kabelbox. Schön, richtig gut. Da wurde Immersion geschafft. Oh, guck dir das mal an. Oh, du! Ey, das mache ich auch irgendwann nochmal. Das mache ich auch. Irgendwann mache ich das nochmal. Ich werde Möglichkeiten finden, das zu machen. Dass ich das alles hier, dass das geht. Ich muss mal Andreas konsultieren. Der hat immer Flux-Ideen. Profit. Das erste eigene Rig. Und jetzt sogar gleich super Schnieke. Aber hier Endcaps, mein Freund. Ich kann immer nur jedem raten, wenn ihr... Ich möchte das hier kurz mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe hier dran eine sehr große Narbe. Die geht von da bis da hoch. Das war sehr tief. Man konnte sehr tief reingucken. Hätte man nähen müssen, wurde mir gesagt von dem Sani. Ey, mach die Endcaps drauf, wirklich. mach die Endcaps auf die Dinger rauf. Also nicht, weil es schön aussieht, sondern weil es Sicherheit. Aber das ist ein schönes Rig, Profit. Und ich denke, so haben wir alle irgendwann mal angefangen. Auch Gentleman. Gentleman fährt einfach. Die Leute haben immer so richtig krasse, gemütliche Sitze. Das ist auch schön. So ein typischer Vapor-Schreibtisch, ne? Man kennt's. Haustelefon auch noch da. Grüß dich. Okay, Schnieke. Es sieht sehr schön aus, Gentleman. Schön am Schreibtisch, ganz gemütlich eine Runde knattern. Blutex. Oh, Blutex ist gleich wieder mit. Ich muss komplett reingehen. Wow. Okay. Das sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Also, simpel, aber schön. Einfach die Kabel alle unten drunter geschmissen. Ah, da hat jemand auf Feder umgebaut. Hat das schon geschrieben. Also, das hier ist auf Feder dann. Und die LED-Mod sogar noch mit drin. Okay. Oder selber gemacht wahrscheinlich. Blutex, schönes Rig. Gentleman, ah hier, guck mal. Gentleman hat nochmal den Schreibtisch dazugepackt. Oh, das sieht nach Konsolenfahrer aus, ne? Guck mal, hier hinten einfach mit dem Pappkarton das festgemacht, geil. Schön. Psycho Ace. Einfach einen Stand gekauft? Jo, das tut's, ne? Psycho Ace macht doch regelmäßig was für Rücken. Schön mit einem Moser und einem Wheelstand einfach rangepackt an den Schreibtisch und dann kannst du auch hier sitzen. Geil. Schön. Ist aber der falsche Stream. Was? Und jetzt als letztes haben wir noch Feld BMX. Ich bin maximal überfordert. Also Feld mag auf jeden Fall Ton. Hier ist so viel los auf dem Schreibtisch. Aber das scheint auch ein Stand zu sein, ne? Ja, das scheint ein Stand zu sein. Mit Handbremse und Shifter mit dazu. Fährt LMU. Geil. So fängt es immer an, wisst ihr? Ich sag's, wie es ist. So fängt das immer an. Und irgendwann endet das einfach in sowas. Auch schön. Dankeschön, dass du dir das Video angeguckt hast und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Episode oder beim nächsten Video. Haust rein, ciao Kakao, bis den Dansen. Auf Wiedersehen.